Die UV-Lampe senkt sich über einen Flügel des Thalheimer Altars, ein Hauptwerk der spätgotischen Kunst in Südwestdeutschland. Rund 500 Jahre ist das Bild alt. Mit dem UV-Licht machen die Restauratoren sichtbar, was ihre Vorgänger übermalt oder retuschiert haben. Die Schichten leuchten unterschiedlich, je nach Alter der Farbe. Was wurde im Laufe der Jahrhunderte geändert? Was passen wir heute wie an? Die Technik hilft, diese Fragen zu beantworten. Vorsichtig wird das Bild aufgestellt. Im nächsten Schritt wird es angestrahlt mit Infrarotlicht. Blick ins Innere des Gemäldes. Die kleine Holzbrücke sieht jeder, das Rot aber liefert den Blick dahinter. Der Künstler, so bringen es die Bilder dieser Kamera ans Licht, hatte die Brücke einst viel größer angelegt. Unterzeichnungen nennt die Expertin, der Experte das, was auf dem Monitor dann zu sehen ist. Die Restauratoren entdecken den Bauplan des Kunstwerks. Sie versuchen zu begreifen, was der Künstler wollte, um ihm beim Restaurieren möglichst gerecht zu werden. Und um die Spuren der Geschichte dokumentieren und erhalten zu können. Die oberste Schutzschicht, der sogenannte Firnis, ist vergilbt. Die Restauratorin trägt ihn Stück für Stück ab, damit das Bild später wieder strahlen kann wie einst. Mit ihren Materialien wollen die Restauratoren die Werke nicht erneuern. Vielmehr geht es ihnen darum, zu konservieren, Geschichte zu erhalten. Die Jahrhunderte hinterlassen Spuren, Risse setzen dem Werk die Erhebung der Regiswindis zu. Der Restaurator schließt sie mit dem weißen Kitt. Später reinigt er die angrenzenden, von Kittmasse bedeckten Flächen. Im nächsten Schritt dann die Retusche. Die Bestrafung des Bruders der Amme steht auf der Staffelei. Die Restauratorin mischt die Farben. Punkt für Punkt trägt sie auf. Mit dieser Rastertechnik fügen sich die Änderungen ins Umfeld ein. Zur Retusche dienen Aquarellfarben. Denn diese können im Gegensatz zu Ölfarben später, falls nötig, leicht wieder abgenommen werden. Für die künftigen Generationen werden die einzelnen restauratorischen Arbeiten genau dokumentiert, am Computer. Dadurch bleibt das Wissen der verwendeten Materialien erhalten. Veränderungen sind festgehalten und können somit später auch wieder rückgängig gemacht werden.